Das sind Herr und Frau Möller. Herr und Frau Möller sind Eltern eines 12-jährigen Jungen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute kommt das erste Mal überhaupt eine Babysitterin. Mein Mann und ich haben heute einen wichtigen Termin bei der Bank und da würden wir unseren Sohn Luca ungern mit hinnehmen. Deswegen haben wir im Internet nach Babysitterin geguckt und sind fündig geworden. Ja. Wir haben lange im Internet gesucht, haben uns dann für eine Lexa entschieden. Die hatte auch die besten Bewertungen. Ich lese vor, die beste Babysitterin der Welt, 10 von 10 Punkten. Sie ist einfach die geilste, Hammerbraut die Alte. Solche Bewertungen sind natürlich super für einen ersten Eindruck von der Person. Wir sind dann nämlich recht anspruchsvoll und wollen auch nicht irgendwen in unser Haus lassen. Genau. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Frau Möller bespricht nochmal mit ihrem Sohn den Ablauf. Luca! Was? Die Mama und Papa sind dann gleich weg, ne? Ja. Gut, denkst du bitte noch da... Das ist jetzt auch in Ordnung. Der Luca weiß Bescheid, was ich von ihm wollte. Der hört jetzt... 15.20 Uhr. Die Babysitterin kommt zu spät. Herr und Frau Möller sind enttäuscht. So was Unprofessionelles. Schatz, bei den guten Bewertungen im Internet gehe ich einfach mal davon aus, dass Frau Lexa auch einen vernünftigen Grund hat, warum sie heute nicht ganz pünktlich ist. Also beruhigen wir uns doch. Dann kann man anrufen. Vielleicht ist sie ja auch von einem Löwen Endlich. Herzlich willkommen bei... Moin! Den Müllers. Sorry, ich bin ein bisschen zu spät, hab verschlafen. Normalerweise stehe ich nicht vor 16 Uhr auf. Hab ich mal schnell bei euch kacken? Hab übelst Dünnpfiff. Komm vom ganzen Rauchen. Ja. Dann komm doch mal rein. Wilmut! Nein, Wilmut, nein. Ich weiß, wir haben sie uns anders vorgestellt, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen zur Bank. Sie ist eine von denen, die wir immer bei RTL 2 sehen. Harz und herzlich. Nee, wie diese vom Frankfurter Bahnhof. Stimmt. Wie heißt noch die Sendung? Frankfurter Bahnhof. Genau. Denke an die guten Bewertungen. Man soll ein Buch nicht nach dem Cover bewerten. Du hast recht. Du hast recht. Gut. Bitte öffne die Tür. Also. Hab ihn jetzt vor die Haustür gekackt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Gut. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, würden aber sehr gerne noch ein, zwei Dinge von Ihnen erfahren. Scheiße, man wollte den Lebenslauf? Nein. Gut, weil sowas kann ich nicht. Da war ich nämlich krank, als ich das im Unterricht hatte. Also, krank. Wo haben Sie denn bisher überall Baby gesittet? Können Sie die Familien vielleicht mal benennen? Hier, bei Familie Dings, habe ich schon mal. Und bei Familie Bums habe ich auch schon mal. Puh, das beruhigt uns zu hören. Hä? Mit Familie Dings sind wir sehr gut befreundet. Heinrich Dings ist Wilmuts Golfpartner. Genau, und Familie Bums wohnt direkt die Straße hier runter. Wenn Sie bei denen schon überall waren, wird das sicherlich alles ordentlich mit Ihnen sein. Ja, klar. Gut, wir müssen dann auch wirklich los. Der Luca ist oben. Der ist wirklich sehr, sehr pflegeleicht. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wann kriege ich die Kohle? Wenn wir wieder zu Hause sind. Anzahlung? Ziemlich frecher Humor, aber das gefällt mir. Wir machen auch manchmal den ein oder anderen Scherz. Aber nur am Wochenende, nicht wahr? So, Wilmut, nun aber. Wenn was sein sollte, unsere Nummer hängt am Brett an der Küche. Tschüss! Und ab geht die Sause. Moin Aslan! Ja! Ja, Ringstraße 31, komm vorbei! Du kannst gerne ein paar Freunde mitbringen. 72 Leute seid ihr? Das passt! Geil! Ich trinke Wodka Energy und... Du, warte mal! Ich glaube, das Scheißkind kommt runter! Ja, ich melde mich später, bring euch alle mit, ne? Sis, have you room? Hat den Tschüss, sis, have you room? Have you room? Durim, durim! Schnitte? Schon belegt? Also, ich verspüre da so gewisse Vibes zwischen uns. Digga, sag mal, wie alt bist du? Das Alter, das interessiert doch keine Sau. Doch, glaub mal, der Richter wird sich dafür interessieren.
Du bist süß, wenn du verlegen bist. Also hör mal, wie war dein Name nochmal? Sagen wir, du findest mich im Telefonbuch unter H. H? H wie Hengst. Jetzt hör mal zu, Junge. Ich bin vergeben an Mahmoud, ja? Wenn Mahmoud herausfindet, dass ich hier gerade von einem 8-Jährigen angebaggert werde, ja? Zwölf, ja? Ich bin doch kein Kind mehr. Wenn Mahmoud herausfindet, dass ich hier gerade von dir angebaggert werde, ja? Dann haut er dir so doll in deine hässliche Fresse, dass du nicht mal auf dem 65-Zoll-Fernseher 1, 2 oder 3 gucken kannst, ja? Bitch, calm down. Please. So, und jetzt geh hoch in dein Zimmer und mach das, was 12-jährige Jungs eben machen. Und was wäre das? Keine Ahnung. Mein Bild. Ja, von dir. Nein! Oh yeah. Geh raus, geh in die Stadt. Skateboard fahren oder sowas. Ich kenne mich nicht aus hier, ich bin neu in der Stadt. Könntest du mir zufällig den Weg zu dir nach Hause verraten? Alter! Sorry, ich kann nichts dafür. Ich bin Experte im Tiefbauen. Und deshalb kann ich auch so gut baggern. Vielleicht sollten wir mal, was weiß ich, einen Film gucken oder sowas. Vom Winde verweht. Mein absoluter Lieblingsfilm. Kinderfilm oder so. Toy Story, Findet Nemo. Naja, wir könnten auch Musik hören. Sehr gute Idee. Nein! Was ist los, Junge? Was ist los, Junge? Hast du Asthma? Scheiße, Mann, nein! Wieso denn? Wenn ich dich sehe, bleibt mir die Luft weg. Alter, wenn du jetzt nicht dein scheiß Maul hältst, dann gehen wir noch ein Eis essen! Die Bank hatte schon zu. Ah, schade, Schokolade! Oh, es war gerade so lustig. Ah ja, hattet ihr zwei also ordentlich Spaß, hm? Voll! Lexa ist mega cool! Sie soll noch mal auf mich aufpassen! Oh, super! Das freut mich! Lexa, hat denn alles gut geklappt? Ja! Toll! Der Luca ist aber auch wirklich pflegeleicht. Das, also der... Der ist wirklich, Lexa soll noch mal auf mich aufpassen. Na gut, wenn Lexa das möchte. So direkt jetzt nicht! Oh, ist irgendetwas vorgefallen? Nö! Ist das so, dass Ihr Sohn, der ist, Ein Engel, ich weiß. Es war sicherlich auch ein bisschen langweilig für Sie, oder Frau Lexa? Wir planen übrigens, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Und, Eine Woche? Eine Woche, genau. Also, wenn du mit möchtest, du... Ich bin dann ja mal weg kurz, ja? Das Geld können Sie mir überweisen. Lexa! Ich hoffe, du hast einen guten Anwalt. Wieso? Weil du mir mein Herz gebrochen hast. Oh nein, Luca! Verschwinde aus unserem Haus! Sehr gerne! Dieser Tag kann nicht schlimmer werden! Ha 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 ha.